Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Ihr seht da vorne schon, wir haben sehr viele Fahnen aufgehängt. Wir sind heute mal bei einem ganz besonderen Thema. Wir sind bei den Schneller-Weltmeisterschaften in Pullendorf. Und wir haben jetzt den Massi da. Und der Massi ist momentan der amtierende Weltmeister. Im Vierer, ja. Gut, darf ich noch mal ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Schnellt ja hier wahnsinnig. Ja. Wie trainiert ihr eigentlich? Wir trainieren eigentlich immer Samstag, also 8-3 König. Nur dieses Jahr haben wir natürlich jetzt früher angefangen zum Üben wegen der Weltmeisterschaft. Und das einfach so im Pullendorf hier frei raus? Genau. Ja. Also man müsste es eigentlich öfter schneller hören. Ja, schon. Also eigentlich schon, aber wie gesagt, offiziell schnell im Pullendorf dachten wir, ich habe 3 König. Ah, ja. Okay. Genau. Da ist eine Sparre drin. Im Prinzip unterm Jahr, unterjährig eigentlich nicht. Ah, okay. Gut. Und da gibt es ja unterschiedliche Kategorien. Ich habe ja auch gesehen, sie kommen von Italien, die Schweiz. Tiroler sind da, genau, Schweizer. Ja klar, natürlich wird im ganzen süddeutschen Raum am See wird geschnellt bis runter Gefillinge. Also ja, schon weit mit Zweig. Wie hat man denn so das Gefühl als Weltmeister, wenn man wieder vor einer Weltmeisterschaft steht? Das ist natürlich immer toll, wenn man da den Pokal entgegennehmen darf. Das ist natürlich schon toll. Und Vierer ist natürlich die höchste Kategorie, also eigentlich sagen wir von allen die etwas schwierigere. Ja, und das ist natürlich schon. Rechnet sie sich wieder Chance aus? Ja, wir wollen natürlich das Ding verteidigen. Ganz klasse. Klar, natürlich. Klasse. Das sind auch die gleichen vier wie in Weingarten, wo wir Weltmeister geworden sind. Und dann schauen wir schon, natürlich, der Ehrgeiz ist da. Also da darf Pullendorf schon etwas stolz sein auf den Weltmeister. Ja, natürlich. Aber es ist, glaube ich, eine Weltmeisterschaft, die relativ eng zusammengeht. Ist ja nicht weltweit vertreten. Nein, das ist halt schon so. Das hat schon seinen Raum, wie gesagt, Schweiz, Österreich. Man nennt es halt von Anfang an, haben wir gesagt, Weltmeisterschaft. Man könnte auch Europameisterschaft sagen, aber der Weltmeister hört sich schön an. Hört sich besser an. Ja, natürlich. Klasse. Wir werden heute noch viel sehen, wir werden es noch viel schneller hören. Ich sage mal vielen Dank für das Interview und ich heb Daumen, dass es wieder klappt dieses Jahr. Dass Pullendorf wieder stolz sein darf auf seine Söhne. Vielen Dank. Heißt der Wolf Karan und der Felix Felderer, Jonas Felderer, die Emma Messner. So, und wieder haben wir eine spannende Gruppe da. Der Egon erzählt uns jetzt mal ein bisschen, wo sie herkommen. Egon, wo kommt denn ihr her? Wir kommen aus Südtirol. Das ist im Neisackstal, in Filanders. Dorf heißt Filanders. Ist auch ein schöner Alm. Und wir versuchen, wir sind das erste Mal von der Weltmeisterschaft in Deutschland dabei. Ah, da sind hier praktisch die Rookies. Ja. Die Neulinge. Klasse. Rechnet ihr euch Chancen aus? Was? Rechnet ihr euch Chancen aus? Ja, mal schauen. Wir sind zu stark. Gut, darf ich mal eine Frage stellen, wenn ihr von Südtirol kommt? Wie trainiert ihr? Trainiert ihr beim Stellen zwischen Häusern oder trainiert ihr in der freien Natur? Ja, wir trainieren von Mai bis September immer auf der freien Natur, auf der Alm, und auch auf Wiesen. Ich habe von denen unten schon gehört, im letzten Interview, dass man das auf die Almen gemacht hat mit dem Schneller, damit man sich verständiger hat können. Ja, früher hat man das Natur aus das Fick getrieben, als Hütte. Aber das Fief, die Hütte hat die Geist gehabt und das Fief getrieben. Und da ist auch, dass der Hütte Mittagessen gekommen ist, hat man ein Schnell gemacht. Oder wenn ein Unfall passiert ist,
Eine Uhr gab's ja nicht. Das ist auch ein schnell. Zweimal schnell ist ein Unfall passiert. Ah ja. Also als Kommunikationsmittel. Und jetzt ist es ein richtiger Weltmeistersport geworden. Ja, es ist Südtirol auch sportlich geworden. Ja, wir haben eine Landesmeisterschaft, eine Bezirksmeisterschaft. Jeden Sonntag völlig einfach. Ah, gut. Ihr seid da wahrscheinlich viel besser aufgestellt wie wir hier in Deutschland. Das schneller kommt ja von eurer Gegend. Wir haben einen Landesverband. Landesverband Zitterauer. Da sind Mitglieder. Also, ich sag vielen Dank und ich hebe euch die Daumen als Rookies, damit ihr eine Chance habt. Und wieder sind wir bei einer Weltmeisterschaft, bei der Weltmeisterschaft der Schneller. Und wir haben wieder eine frühere Weltmeisterin. Können Sie mir mal sagen, wie so eine hübsche Frau zum Schnellen kommt? Ja, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im Verein der Villinger Fliegerplätzle. Und das Schlagen gehört zu unserem Brauchtum dazu. Und somit gehen wir auch auf die Weltmeisterschaft und freuen uns jedes Mal dabei sein zu dürfen. Und Sie waren selber schon Weltmeister? Ich war vor einigen Jahren auch Weltmeister mit einer Vereinskollegin im Doppelschlag. Gut, unterscheidet man da eigentlich zwischen Männer- und Frauengruppe? Ja, es gibt Damengruppen, die zusammenschlagen und die Herrengruppen, die zusammenschlagen. Verschiedene Kategorien im Doppel, Dreier und die Männer schlagen noch einen Vierer. Okay, und in welcher Gruppe waren Sie dann Weltmeister? Im Doppel. Im Doppel? Genau. Haben Sie da immer der gleiche Doppelpartner oder wechseln die Partner? Nein, die wechseln. Die wechseln. Ja. Schade, weil überall beim Eislauf guckt man ja immer, dass es immer die gleichen Partner sind. Ja, aber das kommt doch immer darauf an, in welcher Altersgruppe wir sind. Die Altersgruppen gehen ja dann bis 18 und wenn ich dann über 18 bin, dann wechseln natürlich auch die Partnerin, wenn sie unter 18. Okay. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, wieder Weltmeisterin zu werden? Ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, die Konkurrenz ist groß. Die Konkurrenz ist groß, ja. Wir haben jetzt schon die Südtiroler ein bisschen interviewt. Ja, die sind hochmotiviert. Also, es wird spannend. Also ich halte die Daumen. Ich bin aber ein Pfullendorfer, gell? Normalerweise müsste ich von Pfullendorf, aber für so eine hübsche Frau tut man immer die Daumen halten. Das wäre nett. Danke. Wir haben wieder Weltmeister hier, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und zwar dieses Mal aus Südtirol. Und die Südtiroler wollen uns jetzt ein bisschen was erzählen. Walter, kannst du mal ein bisschen was erzählen? Wie seid ihr eigentlich zum Schneller gekommen? Zum Schneller sind wir gekommen durch meinen Vater. Der schnellt schon seit 70 Jahren.
und das sind alte Brauchtum-Bands. Wir führen den Brauchtum vor. Der Brauchtum kommt ja eigentlich von euch, von Schweiz, Südtirol, von dieser Gegend eigentlich mit dem Stellen. Wie hat man die Schnelle eigentlich bei euch traditionell angenommen? Wie ist das entstanden bei euch? Das ist entstanden durch die Hirten, die auf der Alm haben, die Kühe, aufgepasst haben auf die Kühe. Und die haben sich von der einen Art zur anderen haben sich verständigt. Also wieder der Krokodil Dandy in Australien mit seinem Telefon, wo wui 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 macht. Ja, ja. So etwa. Klasse. Ihr seid alle drei Weltmeister. Ja. Auch so hübsche Frauen als Weltmeister. Mensch, das ist ja klasse. Wie fühlt man sich so vor der neuen Herausforderung? Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, weil die Konkurrenz wird immer stärker. Und die haben gesehen, die haben auch trainiert. Wo trainiert ihr eigentlich bei euch? Irgendwo in der zwischen Häusern oder in der freien Natur? In der freien Natur. Also wir kochen hauptsächlich im Gras, weil mit unseren Gaseln, wir haben so lange Gaseln, dass wir sie müssen im Boden runterschlagen. Und durch das können wir nicht auf feuchten Untergrund geht es nicht, weil dann wird alles kaputt. Ah, das habe ich verstanden. Also ich bin gespannt, ich hebe euch die Daumen. Wobei ich ja ein Pullerdorfer bin. Gell? Also vielen Dank fürs Interview.
Realbruch. Danach ist mit der Dreiergruppe Männer ab 18 Jahren kurzstielig weiter. Emma Messner. Langsam noch. Heißt der Karan und der Felix Felderer, Jonas Felderer, die Emma Messner.